Nach der Kursrallye der vergangenen Wochen, meine Damen und Herren, ist an der Börse einfach so ein bisschen die Luft raus. Jetzt heute am vorletzten Handelstag des Jahres 2016 nutzen Anleger die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. DAX und Eurostock 50 leicht, ganz leicht im Minus. Im Minus auch die Banktitel, die Finanztitel. Wieder einmal macht man sich Sorgen um den Zustand der italienischen Bankenwelt und der europäische Bankenindex ist mit einem Minus von knapp 1% einer der schwächsten Branchenindizes. Aber es gibt auch gute Nachrichten und eine dieser guten Nachrichten kommt aus Wolfsburg von Volkswagen. Denn ausgerechnet im Jahr der Dieselaffäre erreicht Volkswagen das beste Verkaufsergebnis seiner Geschichte. Noch ist das Jahr nicht zu Ende, noch sind die Bücher nicht geschlossen, aber das Handelsblatt hat schon mal geschrieben, dass am Ende des Jahres etwa 10,2 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge bei Volkswagen in der Bilanz stehen. Das ist so viel wie noch nie, es ist ein Rekord und man schiebt sich dann auch zum ersten Mal in der Geschichte an dem japanischen Dauerkonkurrenten Toyota vorbei und ist der weltgrößte Automobilhersteller insgesamt. Ja, wir gucken noch ganz kurz voraus. Morgen Freitag, der letzte Handelstag des Jahres. Um 1.30 Uhr aus Australien die Kredite im privaten Sektor für den Monat November. Um 9 Uhr aus Spanien die Verbraucherpreise für den Dezember. Und am Nachmittag um 15.45 Uhr aus Amerika der Einkaufsmanagerindex aus Chicago. Das war's auch schon, was die Terminseite angeht. Viel mehr geht auch nicht rein in diesen verkürzten Handelstag. Denn hier in Stuttgart ist um 14.30 Uhr um 14:30 dann letztendlich Schluss. Einen wunderschönen guten Abend, wo auch immer Sie mir zusehen.